Also dann lege ich los. Der Vortrag heißt Redaktion zu Lektorat oder wie man aus einem ESA-Type-Abschlussprojekt zu einer Schriftveröffentlichung kommt, in dem Fall mit Type Together. ESA-Type, was genau ist das? Die meisten kennen wahrscheinlich die Schriftgestaltungskurse in Den Haag oder auch Reading. Die sind ziemlich bekannt. Der Name ja eher nicht so, vielleicht ändert sich das. Der Schriftgestaltungskurs ist, wie gesagt, in Amiens an der ESAT, École Supérieure d'Art et de Design. Das ist ein 16-monatiger Kurs in Schriftgestaltung und Typografie. Abschluss ist kein Master. Es gibt aber auch keine Studiengebühren. Heißt Postdiplom, beschreibt im Grunde etwas, was man macht, nachdem man in Frankreich sein Bachelor- oder Master-Äquivalent gemacht hat an den meisten Hochschulen ist das eben noch ein Diplom. Und das Postdiplom kann man dann eben danach machen. In einem Jahr sind das 4 bis 6 Studenten. Meistens werden 6 vorher ausgewählt und dann sind es meistens so 4, die anfangen, weil sich ja Leute unter Umständen auch an mehreren Hochschulen bewerben. In meinem Fall war das ich, Yingtong aus Singapur und noch 2 Studenten aus Frankreich. Unterrichtssprache ist Englisch. Seit dem Semester 2016. Es ist aber ganz gut, wenn man ein bisschen Französisch spricht, weil die Feedbackgespräche zwischen den Lehrbeauftragten und den französischen Studenten meistens auf Französisch sind. Und man ja nicht nur aus dem lernt, was man im Vier-Augen-Gespräch mit den Profs an Feedback bekommt, sondern eben auch das, was die anderen an Rückmeldungen bekommen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man ein bisschen Französisch zumindest spricht. Und natürlich auch für den Alltag ist das ganz hilfreich, weil, wie die meisten wissen, Englisch in Frankreich, das ist so ein bisschen schwierig. Die Struktur des Kurses ist auch so ähnlich wie in Reading oder Den Haag. Es beginnt mit Experimenten, Type-Cookers, dann Revival-Projekt. Und dann beginnt man auch schon mit seinem Forschungs- bzw. Abschlussprojekt. Währenddessen gibt es immer mal wieder Besuche von Bibliotheken. Paris ist ja relativ nah und hat eine ganz gute Auswahl. Außerdem gibt es eine Reading-Reise, wo man den Studiengang in Reading besucht und auch dort nochmal Feedback bekommt. Das ist vor allem für die Leute ganz interessant, die sich mit Schriftsystemen beschäftigen, für die es in Amiens zum Beispiel keine Lehrbeauftragten gibt. Außerdem gibt es Workshops zum Beispiel zur Fantechnik oder zu Schriftsystemen. In unserem Fall war das zum Beispiel Kyrillisch. Ein anderer Student hat Griechisch vorgestellt. Das kann man auch selbst organisiert machen. Hier mal zur Übersicht. Amiens, hier im Norden Frankreichs, braucht man einen Zug ungefähr 1,5 Stunden von Paris nochmal. Aber da Amiens relativ zentral in Nordeuropa, hier im Norden liegt sozusagen, kommt man auch ganz gut nach Belgien rüber zum Beispiel oder in die Niederlande. Während unserer Zeit haben wir zum Beispiel auch die Robofon besucht oder die ETH-Pi damals in Antwerpen. Und auch nach Reading ist es dann nicht so weit durch den Eurotunnel. Mein Schriftprojekt, mein Abschlussprojekt war Redaktion damals noch unter dem Namen Redaktion. Ich hatte mich schon beworben mit dem Vorsatz, eine Groteskfamilie zu gestalten und bin dann tatsächlich auch genommen worden, was mich sehr gefreut hat. Das ist mal so eine Übersicht, wie sie damals zur Präsentation nach Studienende aussah. Und das Umfeld, in dem ich mich selber bewegen wollte oder wo ich die Schrift gerne in Anwendung sehen wollte, waren Nachrichtenmagazine und Supplemente von Zeitungen zum Beispiel. Natürlich kann man so eine Schrift auf ganz vielfältige, unterschiedliche Art und Weise einsetzen, aber ich fand, dass dieser Nachrichtenkontext mir so ein bisschen Halt gibt und mich so ein bisschen beschränkt in, wie expressiv darf sein. Und ich fand das auch spannend, mich in diesem Bereich eben zu bewegen und auszutesten, was geht, was geht nicht, was ist sinnvoll. Ich habe ein paar angeguckt, tatsächlich auch digital, online, aber da ist die Unterscheidung zwischen Magazin und Zeitung ja tatsächlich ein bisschen schwieriger. Und ich finde, dass im Printbereich einfach noch mal ein bisschen mehr möglich war. Hier zum Beispiel das Magazin Zenit, Nachrichten, Mittlerer Nahe Osten. Da sieht man schon, da gibt es sehr viele unterschiedlich strukturierte Überschriften. Headlines von Deck bis Subhead und
Headline Sizes. Fließtext, auch Gotham im Einsatz, etwas leichterer Schnitt, etwas spazieniert. Auch in ganz groß als Bildstanze zum Beispiel eingesetzt. Fotos für die Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen zum Beispiel. Da ist die Sans dann eher so eine untergeordnete Rolle im Fließtext, wie bei den meisten Magazinen eben auch in diesem Kontext eine Serifenschrift. Wofür die Sans Serif eingesetzt wird, ist dann hier eben zur Unterstützung für Captions zum Beispiel. Ranglisten, Plätze, zusätzliche Infos. Und im Zeitmagazin sieht man auch öfter mal Sans-Serif-Schriftarten eingesetzt, Grotesken. Hier zum Beispiel die Dia von Chic Teuker, die dann auch gerne mal bespielen muss, ganzseitige Bilder oder sich behaupten muss gegen ganzseitige Werbung. In dem ganzen Bereich am Ausdrucksstärksten ist meiner Meinung nach die DLIB von Production Type. Hier jetzt in der Zeitung verwendet, die benutzen das aber auch in ihren Nachrichtensupplementen, in ihrem Nachrichtenmagazin. Ich finde die vor allem deshalb spannend, weil die, glaube ich, somit das Expressivste ist, was ich in dem Bereich gesehen habe. Ich finde den Kontrast super. Es ist eine große Bandbreite, die die Schrift abdeckt, in Weiten, an Stärken. Und das war immer so ein bisschen so ein Fixpunkt, was gerade im Displaybereich halt eben auch im Nachrichtenkontext möglich ist. Immer im Hinterkopf behalten natürlich, zu behalten ist natürlich, dass es auch mal schlechte Nachrichten zu verbreiten gilt. Die Schlüsse aus diesen Magazinen, die ich mir angeguckt habe, war, dass so eine Schrift für Mengensatz einen prägnanten Aufbau braucht, von Light bis Bold, das ist meistens ausreichend, um so dieses Informative, Selective, Immersive Reading abzudecken. Also dieses vom überfliegenden, informierenden, selektiven Lesen bis in dieses eindringende Lesen, auch mal für einen längeren Artikel oder eine Reportage. Und für die Display-Schrift eben eine Activating Typography, also irgendwas, was zum Lesen anreizt, was möglichst viele Möglichkeiten lässt, kontrastierend einzusetzen, Schriftschnitt und Weiten für komplexere Überschriften-Layouts. In den Büchereien, in den Bibliotheken, die wir besucht haben, das, was mir am ehesten so ins Auge gefallen ist, waren Grotesk-Schriften von der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, vor allem die von Scheltern Giesecke. Zwei im Besonderen schmale und schlanke Grotesk. Hier zum Beispiel waren das besonders diese dünnen Übergänge von den Schultern in die Stämme. Das ist jetzt aus einer französischen Schriftprobe von Scheltern Giesecke von 1907. Und diese hier, die ich auch besonders spannend fand, einfach weil sie ein bisschen quadratischer ist, rektangulär, auch sehr eng laufend. Ich fand beide interessant und wusste schon, dass wahrscheinlich in der Display davon mehr auftauchen wird als in der Text. Habe aber trotzdem das Projekt begonnen mit der Text, weil das erfahrungsgemäß der Teil der Schrift ist, der am meisten Arbeit benötigt. Das heißt, es war Studienbeginn war im Oktober und an der Text haben wir so gegen Februar, März begonnen zu arbeiten. Das ist der Design Space, relativ übersichtlich, light bis bold, in einer normalen Laufweite, in einer normalen Schriftweite mit Italics. Und dann habe ich das Ganze erstmal begonnen mit relativ zügig durchgezogenen Experimenten. Das heißt, man setzt sich einfach mal ein paar Stunden hin und guckt, was dabei rauskommt. Nimmt noch ein paar Sachen mit aus den Typeguckern, die man gemacht hat. Und ich habe eben versucht, das, was mich da am meisten fasziniert hat, in den Scheltern-Giesecke-Schriften in der Textschrift unterzubringen. Das heißt, dünne Übergänge, mal ein bisschen rektangulärer. Mal ein bisschen ausdrucksstärker, das alles nie fein auspoliert, darum geht es nicht, sondern es geht einfach darum, eine große Auswahl zu schaffen. Das waren jetzt drei, die mir da besonders gut gefallen haben, die ich kondensiert habe in etwas, ich versucht habe, Elemente aus allen dreien unterzubringen. Auch mit einem horizontalen Kontrast, weil ich das gerne ausprobieren wollte, musste aber relativ schnell feststellen, dass das ziemlich schwierig ist, in einem Text, in einer Textschriftart. Das Ganze hat sich dann so entwickelt, wie man das eben macht, kontinuierliches Feedback ausdrucken, auch am Bildschirm angucken.
Was dann zu dieser Textregel führte, die wir im Januar haben. Hier sieht man es einmal im Fließtext, mit dem Stand damals eben Ende Januar, Februar, als wir die Präsentation hatten. Regular dann als Vorlage für The Bold. Auch hier wieder umfangreiches Testen. Hier zum Beispiel eine Testreihe zu X-Höhe und der Schriftweite, wo man einen optischen Ausgleich schafft, damit die beiden eben gleich hoch aussehen. Der letzte in der Reihe wurde es dann tatsächlich. Und von da aus weitergehend Anpassungen, Ausbau des Character Sets. Hier die beiden zusammen. Dann auch eine Italic, die sich natürlich dann auch mit der Regular zusammen weiterentwickelt hat. Zusammen im Textsatz. Eine Light war nicht wirklich notwendig, meiner Meinung nach. Bei den meisten Sachen, die ich so gefunden habe, wie Schriften da eingesetzt würden, ist es tatsächlich ausreichend, wenn man eine Regular hat. Die Light war aber vor allem deswegen entscheidend, weil sie ermöglicht, die Regular nochmal fein zu tunen. Das heißt, man kann die Regular noch ein bisschen leichter interpolieren und danach bearbeiten. Und so sah das Ganze dann am Ende aus. Und das war die Übersicht, sozusagen diese 5 Fonts der Text, die ich im Februar 2019 dann präsentiert habe. Hier nochmal mit dem Design Space. Redaktion Display. Ich habe immer mal wieder, auch während ich schon an der Text gearbeitet habe, kleine Entwürfe gemacht, war aber nicht so richtig zufrieden. Hier oben sieht man das zum Beispiel, das war alles noch zu nah an irgendwas, was man auch für einen Text einsetzen könnte. Habe viel mit Kontrast experimentiert. X-Höhen, wie kriegt man dann auch eventuell noch Akzente oder Punkte unter. Und in einem Variable-Font-Experiment habe ich dann auch ausprobiert, wie während des Semesters, wie dunkel man das bekommt. Und diese Überlappung war tatsächlich eine Möglichkeit, die man jetzt hier unten sieht zum Beispiel, wo der Abschluss des A's mit dem Bauch kollidiert. Eine Möglichkeit, das Ganze nochmal ein Ticken dunkler zu machen, nochmal ein Stück weit expressiver zu gestalten. Und ich fand das eine wirklich gute Möglichkeit. Das Problem ist, dass es je leichter die Schrift wird, desto eher so ins Comichafte rüberzieht. Das heißt, es war relativ klar, dass das, wenn dann nur für die dunkelsten Schriftschnitte in Frage kommt. Ich habe dann so eine kleine Testreihe gemacht, wie weit, wie schmal es sein kann. Und auch wenn diese Weiten und diese Extended-Variante natürlich reizvoll sind in dem Umfeld, nicht nur in diesem Umfeld, ist es einfach so, dass irgendwas, was normal läuft, bis schmal einfach mehr Verwendung findet. Ich habe dann 2 Gewichte ausgewählt, die für mich am ehesten so in eine normale Laufweitenrichtung gehen und in eine kondensierte. Und habe mit den beiden eben angefangen. Warum ich an diesem Ende angefangen habe, war, dass ich auf jeden Fall vermeiden wollte, dass es in irgendeiner Art von Revival wird. Also ich wollte, dass es was Eigenes ist, wo man eventuell noch Inspiration sieht. Aber dadurch, dass eben die Hauptinspiration aus Shelton Giesecke Schriften kam, die gedrängter kondensiert, compressed sind, habe ich eben am dunklen Black-Ende angefangen und bin von dort aus dann nach unten gegangen, um zu gucken, wie denn irgendwas Leichtes aussehen könnte. Dasselbe habe ich dann mit der normalen Weite gemacht. Und hier sah man dann diesen Design Space. Markiert hier sind die Schriften, die als Master fungiert haben, aber natürlich gibt es noch mehr Master, um zum Beispiel diese Verbindungen aus Strichabschlüssen hier bei den A's hinzubekommen. Dadurch, dass die eben nur in Extra Bold und Black umgesetzt sind, habe ich für diese Buchstaben zum Beispiel extra Master gebraucht. Ich war dann etwas enttäuscht, dass dieses Ende hier, das Extra Condensed, Extra Light, nicht ganz so leicht und nicht ganz so schmal laufend war, wie das, was mich in meinen Inspirationsquellen von Shelton Giesecke so fasziniert hat. Und deswegen habe ich gegen Ende dann tatsächlich nochmal eine neue Weite extra, extra condensed und thin nochmal gemacht, um zu zeigen, wie das Ganze aussehen könnte. Auch immer mit Hinblick schon darauf gesetzt, dass es
eventuell sinnvoll sein könnte, diese Reihe mal zu vervollständigen. Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch noch, dass extra, extra Kondens, dass ich das nicht so dunkel hinbekommen würde wie in der anderen Schriftweite. Man wird später sehen, es ist doch möglich. Das war sozusagen der Abschluss meines Studiums. Und nach Ende meines Studiums habe ich mich für die Gerhard Unger Scholarship beworben. Das war auch mit einer der Punkte, warum ich überhaupt erst in einem Jahr angefangen habe zu studieren, weil zwei Studenten vor mir schon das Vorgängerdiplom, das Vorgängerstipendium bekommen hatten. Wie gesagt, die Gerhard Unger Scholarship ist ein Stipendium. Hieß vor mir Type Together das Typeface Publishing Incentive Program. Und mit dem hat Type Together Absolventen von Schriftgestaltungskursen unterstützt bei der Weiterentwicklung bis zur Veröffentlichung ihres Abschlussprojekts. Struktur, das gibt 5.000 Euro, die kriegt man ratenweise während eines viermonatigen Praktikums. Das Praktikum dient eigentlich nur dazu, dass man seine Schrift weiterentwickelt mit kontinuierlichem Feedback, wöchentlich einmal online, da Type Together eine Remote Foundry ist und die meisten Leute verteilt über die Welt arbeiten, wäre das auch Corona-proof. Zu dem Zeitpunkt, das war 2019, haben wir da aber tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Die Foundry liefert auch technische Unterstützung und man bekommt einen Veröffentlichungsvertrag. Das heißt, wenn man dann mit dem Ganzen fertig ist, wird das Projekt auch eben veröffentlicht als Schrift bei Type Together. Wir mussten die Schrift auch umbenennen. Im Februar 2019 war meine Präsentation vor der Hochschule und im März 2019, nicht mal einen Monat danach, hat eine andere Foundry eine Redaction veröffentlicht. Das heißt, ich musste mein schönes Dokument mit meinen Vorschlägen wieder aufmachen. Und das war dann relativ umfangreich. Ich glaube, am Ende hatten wir so um die 1.000 Vorschläge gesammelt. Es ist relativ schwierig, sich, wenn man sich mal auf so einen Namen geeinigt hat und mit dem schon eine Weile gearbeitet hat, sich irgendwas Neues vorzustellen. Und ich wollte es gerne auch irgendwie in diesem Publishing-Rahmen halten. Lektorat fanden wir alle irgendwie passend und der wurde es dann tatsächlich. Aber das hat einige Zeit gedauert. Das ist die Lektoratfamilie, etwas übersichtlicher. Und bei unserem ersten Treffen schon, hier nochmal zur Erinnerung der Display Design Space, meinten die beiden dann, dass es die normale Range einfach noch ein bisschen mehr Bearbeitung bräuchte und dass die kondensten Varianten interessanter sind. Weshalb mich beide, Vic und José von Type Together, dazu ermutigt haben, den Design Space einmal nach oben zu schieben. Das heißt, so sieht der Lektorat Design Space aus. Das ist vorher und das ist nachher. Das heißt, was Black und genau dasselbe bei Normal Condensed, zwischen Normal und Condensed, eine Interpolation und Weiterbearbeitung wurde dann das neue Narrow, der neue Narrow, Ende sozusagen des Design Spaces. Ganz oben sieht man jetzt die ganzen geschlossenen Buchstaben. Geschlossen sind das Majuskeln G und S, das Ampersand-Zeichen A, E, S und das Fragezeichen zum Beispiel. Es gibt allerdings auch, das haben wir drin, offene Varianten für die, die es eben ohne die Überschneidung gerne hätten. Bei den Zahlen ist es 6, 9 und bei der 3 ist es nur unten. 5 haben wir zum Beispiel auch probiert zu schließen, aber bei vielen Sachen sieht das dann einfach clownesk aus. Das heißt, da ist es eben nicht umgesetzt und bei den hochgestellten kleinen Ziffern ist es dann auch die 3, die es nur offen gibt, weil es da tatsächlich ziemlich zuläuft. Lektorat Text, da haben wir wesentlich weniger dran gemacht. Das war jetzt nochmal der Design Space von Text. So sah dann am Ende aus. Was sich geändert hat, ist, dass das, was vorher Italics waren, jetzt Oblique sind. Das fanden wir alle passender. Und ansonsten sind das relativ kleine Veränderungen. Es wurde noch mal ein bisschen rektangulärer. Die Übergänge wurden ein bisschen schmaler. Aber ansonsten hat sich bei der Lektorat-Text tatsächlich am wenigsten geändert. Text Oblique ist komplett neu, weil ich mit den Italics überhaupt nicht zufrieden war vorher. Dasselbe gilt auch für die Bold. Auch da hat sich relativ wenig dann geändert. Nochmal ein bisschen feiner geworden in den Übergängen, wirklich minimal. Und ansonsten kam natürlich bei allen Schriften bis zur Veröffentlichung noch das Kerning dazu. Das ist hier dann der Text Variable Font zum Beispiel. Der ist einmal möglich zwischen Bold und Regular
stufenlos selbst zu interpolieren, wer das gerne möchte, in InDesign zum Beispiel. Ausbau natürlich bedeutet immer auch, ein Latin Extended zu machen. Es gibt ein paar wirklich minimals OpenType-Features. Es ist ein alternatives K, was sozusagen die verschränkten Beine hat. Und ein A, was praktisch den Strichabschluss senkrecht auf der Grundlinie hat, wenn man die zusammen zum Beispiel einsetzen möchte mit der Display in einem etwas größeren Format. Und dann war das Ganze natürlich ein Ausbau, wie man es sonst von anderen Schriften auch kennt. Das heißt, es kommen Medievalziffern dazu. Kapitelchen hätte ich gerne gehabt, habe ich auch, weil ich die selber oft einsetze. Hochgestellte Zahlen, hochgestellte Buchstaben, Tabellenziffern, alles, was man so braucht für den Mengensatz. Und das sind jetzt Sachen, die bei TypeTogether entstanden sind, um die Schrift zu bewerben. Grafiken von Roxane Gâteau, die auch eine Absolventin ist von der ESAT Amiens, des ESAT-Type-Studiengangs, die inzwischen bei TypeTogether tatsächlich auch festarbeitet. Einfach ein paar Impressionen, wie man die Schrift eben auch einsetzen kann. Und natürlich bin ich ziemlich gespannt, wo sie jetzt überall eingesetzt wird. Hat mich sehr gefreut, dass sie jetzt beim Rock-and-Type-Thema zum Beispiel, dass ich sie gesehen habe, auch animiert. Und freue mich natürlich auf all jene, die da draußen, die jetzt zuschauen und sich vielleicht denken, dass man die auch sonst noch irgendwo einsetzen kann. Und dann ist man immer sehr gespannt als Schriftgestalter, wo man sie dann irgendwo findet. In the wild. Die Schrift gibt es bei typetogether.com/lektorat. Und das war's von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung nochmal an die Typografische Gesellschaft München. Auch, dass Sie die Schrift einsetzen, das ist immer eine gute Werbung, gerade wenn die Schrift, wie diese jetzt gerade erst im Oktober rausgekommen ist und man noch nicht so viel gesehen hat. Merci beaucoup.